Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Ich hab's endlich geschafft. Wir werden jetzt gleich zusammen mal eine neue Schablone von mir ausprobieren. Und zwar habe ich die mit dem Plotter schneiden lassen. Ich habe den Cameo 4 und ich wollte mal testen, ob man das machen kann, weil dann könnte man seine Schablonen, die man gerne hätte, selber ausschneiden lassen. Genau. Wir benötigen meine tolle Metallplatte. Falls ihr euch wundert, warum ich so viele Magnete habe, ich hatte mir zwei gekauft, zwei Platten, weil ich glaube, mehr Magnete ist besser. Das habe ich mir auseinandergeschnitten. Ne, das hier. Genau, falls man mal kleine braucht. Ich glaube, die gibt es nämlich schon gar nicht mehr. Ich sehe sie gar nicht mehr. So. Ich sehe gerade, da habe ich nicht richtig gefalzt. Die Idee ist nicht von mir, und zwar ist sie von der lieben Anja von Kartenqueen. Die hat die letztens auch gemacht. Die hat aber von HeinDesign die Schablone. Und der hatte gerade Lieferschwierigkeiten mit den Gummis für seine Stempel. Und dann habe ich mir einfach überlegt, ich mache die jetzt selber und fertige noch schnell ein paar Karten. Ich habe schon ein paar weggeschickt, die sind auch heute schon angekommen. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, nochmal welche zu machen. Vielleicht kommen die ja noch rechtzeitig an. Die Schablone hier ist von Memories for You. Die fand ich sehr schön. Und da machen wir jetzt ein marmoriertes, also so ein, ja nicht marmoriert, sondern ein Ei mit Muster. Genau. So, schauen, dass wir das mittig haben, dass das Ei irgendwie schief drauf ist. Das Muster ist eigentlich auch gut. Weil wenn man sich die selber machen kann, die Schablonen, ja, dann werde ich vielleicht noch ein paar mehr machen. Genau, das machen wir jetzt richtig fest, damit es nicht verrutscht. Dann nehme ich, welches Stempelkissen nehme ich denn? Ich lasse nämlich die Karte weiß, werde oben bloß einen schwarzen Stempel drauf machen und ansonsten werde ich schon wichtig. In kreisenden Bewegungen habe ich mir sagen lassen. Mal schauen, ob ich es mit dem Brush hinkriegen. Ansonsten muss ich ach, wie heißen sie? Die, was auch bei Action habe. Die kleinen Pinsel. Nee, nicht Pinsel. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Und wenn das jetzt unterschiedliche lila Töne sind, ist das auch nicht so schlimm, weil dann schaut es leicht marmoriert aus. Von der lieben Anja das Video verlinke ich euch unten in der Infobox. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Und vielleicht kann ich noch ein paar Karten wegschicken. Oh ja, ich glaube, das kommt gut. Das kommt gut. Ich habe aber noch eine Idee. Und zwar brauche ich einen Fineliner. Moment. Mal schauen, welchen wir nehmen. 1,0, ich glaube 1,0 oder 0,1. 0,1 ist schon sehr dünn. Ich glaube, den nehmen wir. Und zwar tue ich jetzt unten die Schablone raus. Ist auch cool geworden, das Ei. Und ziehe nochmal den Rand nach.
Oder soll ich es so lassen? Was meint ihr? Jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht ziehe ich es auch nur mit dem Bleistift nach, dann ist es nicht gar so. Aber ich habe doch lila, ne, auch noch irgendwo Feinliner. Ich habe euch ja im letzten Video gezeigt, dass ich diese Handlettering-Stifte bekommen habe und da ist ja auch eine Feinliner-Spitze dabei. Und dann nehmen wir doch jetzt einfach das Lila her. Und da versuche ich jetzt ganz vorsichtig außen rum zu fahren. Erst mal festmachen. Da noch festmachen. Ich traue mich nicht. Das ist jetzt versau. Mal, wie es geworden ist. Also es muss ja auch, ja, finde ich ganz so hübsch geworden. Genau. Dann mache ich jetzt dann noch einen Spruch oben drauf, so frohe Ostern. Und dann kann ich die Karte auch noch mal wegschicken. Ist richtig toll geworden. Also die gefällt mir richtig gut. Also ich glaube, ich fange jetzt schon an, diese Stempelkissen zu lieben. Ich habe schon ein paar bestellt jetzt noch. Und ja. Da werden noch ein paar einziehen. Das ist immer so, wenn man irgendwas hat, was einem dann gut taugt. Ich habe jetzt bloß meinen Lappen nicht da. Chaos. Dieses Zimmer besteht nur noch aus Chaos. Also kann man das auf jeden Fall machen. Mit dem Plotter sich seine eigenen Schablonen herstellen. Das freut mich jetzt. So filigrane wahrscheinlich eher nicht, aber dann machen wir gleich noch eine. Wie gesagt, ich brauche noch ein paar. Da bin ich jetzt am Überlegen. Der große. Wenn ich das noch ein bisschen runter tue. Könnte der Kleine auch noch mit drauf gehen. Ich sitze nicht direkt davor, das ist ein bisschen schlecht. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal da oben. Die habe ich auch nicht richtig gefalzt. Warum habe ich die nicht richtig gefalzt? Nicht funktioniert. Das will nicht. Erst nochmal da abwischen, dass da noch Farbe drauf ist. Also nächstes Mal schauen wir, ob es richtig gefalzt ist. Machen wir erstmal die Eischablone oben drauf. Und dann schieben wir die Schmetterlinge von unten. Schauen wir, dass wir die reinkriegen. Ja, das war schon so richtig. So. Wie gesagt, die Idee fand ich richtig klasse. So müsste es funktionieren. Mein Stuhl knarrt auch. Es wird Zeit, dass ich den mal öle. Ich hoffe, man kann den ölen. So. Halt. Dann nehmen wir jetzt. Ich glaube, das Blau wird zu dunkel sein. Ich glaube, wir nehmen das hier.
Also schaut mal gerne bei der Kartenqueen vorbei. Wie gesagt, die macht richtig tolle Videos. Ich bin da echt hellauf begeistert. Und die hat zu jedem Thema was, egal ob das jetzt Washi-Tape oder Papierverwertung oder ja, Schablonen. Oder was war das letzte? Oder ausgefallene Karten. Hier jetzt ganz ausgefallene Karte. Gebastelt. Die fand ich richtig interessant. Und bloß mal schauen, welchen Stift wir da nehmen. Ob ich da wohl einen grauen nehme. So. Mal schauen, wie es ausschaut. Wollte es dann auch noch mit einer Action? Mein genial. Richtig toll. Ja, das gefällt mir ja richtig. Richtig toll. Da glaube ich, nehme mal den Stift. Mal schauen, ob das. Ja, müsste eigentlich von der Farbe eigentlich gut sein. Kann ich gleich noch ein paar Osterkarten wegschicken. So. Ja, mal was anderes. Aber ich muss sagen, die andere Karte gefällt mir fast ein bisschen besser mit der Struktur. Aus dem Grund werde ich jetzt noch mal eine von denen machen. Ach, die Schablone ist auch von Memories for You. Das ist aus dem Jahreskalender von letztem Jahr. Den hatte ich ja gewonnen, wo ich mich riesig drüber gefreut habe. Und wie viele Schablonen habe ich noch? Eine Karte habe ich noch. Genau, da schauen wir jetzt gleich, welche Farbe wir nehmen. Ich glaube, das Blau wird nicht zu dunkel sein. Obwohl ich das Blau, ich finde die Farbe schon richtig. Ich glaube, wir nehmen die her. Was man noch machen könnte, man könnte noch einen farbigen Rand außenrum machen. Und zwar, indem man, also wenn man die Schablone ausschneidet, wo habe ich es denn? Hat man ja. Wo ist es denn jetzt? Hat man ja die Schablone und man hat. Weiß nicht, sagt man negativ, das hat man auch. Und das könnte man jetzt nochmal auf die Karte drauflegen. Das testen wir jetzt gleich nochmal zusammen. Ob das funktioniert. Das war nämlich auch noch so ein Ding, was ich testen wollte. Moment, ich hole noch farbige. Ich habe noch die Stempelkissen von Action. Da würde ich vielleicht das helle Gelb nehmen. Das testen wir mal. Einen gelben Rand außenrum. Also die Idee fand ich richtig klasse. So. Nur, dass halt ein bisschen Farbe drauf ist, nicht zu viel. Und ich finde es auch schön, wenn es so ein bisschen fleckig ist. Das gefällt mir.
ich glaube, sonst ist es zu einfarbig. So, dann schauen wir mal, wie es ausschaut. Ja, das gefällt mir schon besser. Glitzert auch so ein bisschen, seht ihr das von dem Stempelkissen? Ja, richtig. Also jetzt gefällt es mir richtig toll. Richtig gut. Oh Gott, ich sehe es schon kommen. Jetzt verfalle ich dem Wahn der Stempelkissen. Genau. Dann nehmen wir noch das Ei. Tun wir nochmal ab. Putzen. Da könnte man ja auch Sterne oder weiß ich nicht, Quadrate. Kann man ja alles damit machen. Man kann ja auch abstrakte Muster eingeben. Und sich das ausschneiden lassen, wenn es halt nicht zu fein ist, nicht zu filigran ist. Obwohl, das müsste der Plotter eigentlich auch schaffen. Dann nehmen wir nochmal die muss ich nochmal nehmen, die ist so schön. Dann macht man aber diesmal eine andere Farbe. Ich glaube, ich nehme das Türkis nochmal. Ich denke, das wird auch sehr gut ausschauen. Habe ich da noch das? Vermischen lässt sich das schon nicht. Ansonsten ist es auch nicht schlimm. So. Dann nehmen wir nochmal das hier. Nee, da hatte ich jetzt das Gelb drin, oder? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Aber das schaut natürlich als Muster so mal richtig gut aus. Man könnte sich bestimmt auch eine Geburtstagstorte oder so ausschneiden lassen. Da sind mit der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Noch ein bisschen am Rand. Ich weiß, manche tun die Stempelkissen vorher erst noch mal irgendwo abtupfen. Aber ich wollte das mal so testen. So. Dann schauen wir, wie das ausschaut. Und dann machen wir noch einen Rand, damit man. Ja, super. Schaut richtig toll aus. Also da kommen mir die Stifte gerade richtig recht. Richtig recht, genau. Kommen genau zur rechten Zeit, so wollte ich sagen. Sattel. Vom Mann. So müsste es, glaube ich, klappen. Genau, dann kommt einfach nur eine frohe Osterstempel obendrauf. Und dann ist die Karte auch schon fertig. So schauen jetzt meine Karten aus. Das ist die eine. Und die habe ich noch. Und
die hier. Ich muss sagen, mir fällt die lila fast besser. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben, welche euch am besten gefällt. Genau, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.